Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Irgendeiner springt hier noch rum. Ich weiß jetzt ja nicht, was das soll. Ich fand das jetzt nicht cool. Ich wollte da hinten einmal lang, ne? Ich wollte mir auf jeden Fall noch ein Speer bauen. Müssen wir ja auch. Ne? Das ist ja leider hier. Ja, damit werde ich nicht viel können. Da kommen wir ja nicht drum rum, weil der eine Speer hängt ja noch da irgendwie drin. Ne? Ich glaube noch ein kleines. Nee. Mit Messer, ne? So. Super, das hängt ja noch alles miteinander zusammen. So, Gudi. Dann können wir das nämlich hier nehmen. Und dann wollen wir mal da hinten lang, ne? Und mal gucken, was denn hier so schönes so los ist. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der. Der kann ja eigentlich ja weiterbauen, oder? Na, süße. So, fein gemacht. Eine Bank. Hier die Reste, die kannst du dann auch schon mal irgendwie. Achso, nee, ich muss das irgendwie raufbauen, ne? Ah ja. Hier kann er dingsen. Ich glaube nämlich den hier. Wie war denn das abdingsen? Nicht, dass der hier irgendwo hinrennt. Ah, ich habe noch einen. Ah, so. Ja, warte mal. Wie war denn das? Ich habe da jetzt keinen halben Baum. Ach so. Aua. Warum habe ich jetzt Aua? Ah. So, manchmal macht der eh eigenartig. Hey, hau ab. Ich wollte gar nicht von dir. Du bist so eine blöde Kuh, ey. Okay. Warum macht der so einen Stress hier eigentlich? Ach, da hinten kommt ja noch einer. Und grafikmäßig sieht das aber komisch aus, ne? Oh, das ist hier schon getrocknet. Oh, ab hier. Naja. Naja, guck mal hier, die Herren, die gucken sich das von hinten an. Ja, da kommt schon wieder so ein Arbeiter, ne? Hilfe! Na, okay. Den hast du nicht so vertragen, ne? Mein Freund. Deine wartet da noch, ne? Guck mal jetzt her. Udo, 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 Udo. Ja, komm. Besser ist. Weiß zwar nicht, warum du sondern es immer Lederbeutel, ne? Ich will auch mal wissen, was das Schöne ist. Warum der da nicht reingerannt ist jetzt, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ach, du hast den da hinten mal, okay. Das ist ja noch ein zweiter. Genau. Ich wollte schon sagen, geh hinten weg. Haben wir in Ruhe. Genug gekämpft für heute. Ne, der kommt natürlich wieder ein.
Meine Güte. So viel Action hier gleich am Anfang, ne? Naja, eine schöne Macht hier. Achso, wenn ich lecker drücke, kriege ich ein Schnellmenü. Ah. Ja, was für ein Schnellmenü. Weiß ich nicht, ob das jetzt das schnellste Menü ist hier von allen. Aber es macht zumindest irgendwas hier. Also die Reusenfalle weiß ich immer noch nicht so richtig. Scheint wohl gar nicht zu funktionieren. Das Schöne ist nicht... Boah, halb erschrocken. Ich wollte auch mal gucken, dieser Lederbeutel, wo finden wir den denn? Hier? Ach da. Ach, da ist was drinne. Ich werde bekloppt. Eine Auster. Okay. Cool. Oh, und Stoff. Draht, Auster, Geld. Cool. Geile Sache. Also die lohnt sich denn ja doch schon. Ich würde sagen, wir gehen pennen. Wenn hier keiner ist. Ne, wir sind gesättigt. Wir können erstmal speichern. Und dann gehen wir mal zum Strand, wenn früh morgen ist. Und hoffen, dass das dann alles so richtig gut klappt, ne? So. Ja, alles voll. Kann auch gar nichts mehr einlagern. Aber wir könnten uns, stopp mal, irgendwie so eine Knochenrüstung mit Stoff könnten wir ja dann was bauen, ne? Wir können das hier so machen und dann könnten wir eine Blätterrüstung. Na. Ach, mit einem Seil könnten wir eine Stoff. Oder was? Knochenrüstung. Ah ja, Seil. Okay. Aber vielleicht finden wir ja Seil. Wir müssen ja hier 10.000 töten wahrscheinlich. Da wird das Spiel eben so verlangt. Das ist jetzt nur ein Stock. Okay. Wie können wir denn... Okay. Mal ist einfach weg. Können wir denn, den Rucksack. Gegenstand hinzufügen. Zum Beispiel den hier. Hinzufügen. Ah! Ach so, okay. Jetzt haben wir den auch hier drin. Steht da benutzen N? Warte, wo? Ach da, du. Ach Mensch, Junge. Sag mal, wollen wir noch erstmal was trinken, bevor wir hier irgendwas machen? Geil wäre natürlich auch eine Taste zum Weglegen von Sachen. Ne? Also wie zum Beispiel... okay. Jetzt halt einen Stein in der Hand oder was? Ist okay. Er kann auch einen Stein in der Hand haben. Ist egal, ob da ich trinkbar ist. Jetzt kann ich noch was essen. Unterwegs gehen wir auch noch jagen. Mit dem Speer gefällt mir nicht so. Ja. Gut, du bleibst hier, mein Newstar. Du kannst hier die Dinger auffüllen, ne? Lass mal. Hol. Stämme und... Alter Film. Ist ja jetzt nicht so viel zu tun, aber... Oh, gibt's hier einen Wasserfall? Klein, aber nur, ne? Oh. Ah. Ist hier was Schönes? Ich da reinschreibe.
Schade. Ich hab wirklich gedacht, hier gibt's irgendwas. Vielleicht denn später. Schön. Das sieht doch gut aus. Leider ist doch nichts. Also das haben sie schon hübsch gemacht. Also die Grafik, muss man sagen, bleibt sehr stabil. Kann ich nicht irgendwie was nehmen? Hier. Ausrüsten. Kann ich dir das nicht geben? Hier. Ein bisschen Stoff. Hi. Hi. Kann ich dir gar nichts geben? Warte auf mich. Verlass mich nicht. Ich bin so einsam hier. Die eine kann gar nicht reden. Und die anderen wollen nicht mit mir reden. Überhaupt haben die eine Sprache, die verstehe ich eh nicht so. No. War ein richtig dicker, fetter Fluss hier zumindest. Also da müsste ja eine Mega-Quelle geben. Ich weiß gar nicht, woher das kommen soll. Aber irgendwo wird es ja herkommen. Das ganze Wasser. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt hier gleich. Was war am Strand vielleicht noch finden. Ich habe ja auch ein bisschen was, ne? Wir laufen sogar auf dem Weg, ne? Bin gerade auf. Okay. Stachelhalm. Aha. Ist anscheinend auch nicht so oft. Bin mal gespannt, ob die hier auch so Abschnitte gemacht haben. Also, wenn da oben so ein Motorboot ist, dann muss es doch mal hier so eine Art Zivilisation gegeben haben. Da ist irgendwie so eine Boje. Ich gehe mit meinem Stoff in der Hand, ne? Ich dachte, ich kann die irgendwie so bekleiden oder sowas. Willst du Beine abdecken hier zeigen? Ey, pass mal auf. Du kannst auch eine Hose stricken für 4 Beine. Aber das hat dir jetzt auch nicht so gefallen. Geht zumindest mal von aus. Die ist nur so eine Weste. Ich nehme mal ganz ehrlich gesagt die Axt hier. Jetzt können wir ja hier irgendwas anderes noch nehmen. So, jetzt vermengt sich das ja hier mit dem Salzwasser. Jetzt dürfte ich das wahrscheinlich nicht mehr so trinken. Ist ja auch groß die Insel, ne? Die Frage ist natürlich, warum die ausgerechnet zu mir kommen müssen. Muss ja nicht sein. Bin ja voll friedlich. So, und das ist einfach hier so ein Stöckerparadies, oder was? Warte. Ah. Okay. Also so komisch war das schon gerade. Man kriegt da nichts. Ich habe ja oft hier auch bei der Schildkröte, dass wir irgendwas kriegen. Da ist nichts Interessantes. Dann laufen wir mal zu dem Wasserfall. Ich dachte ja wirklich, hier ist irgendwas Schönes Interessantes. Ich glaube, den ganzen Strand ablaufen, das machen wir heute nicht, ne? Könnte ein bisschen dauern. Man hat zwar immer Zeit hier drinnen, ne, ohne Ende, aber wird jetzt nicht nur am Strand so rumlatschen. Ich habe mir auch nichts zu essen jetzt mitgenommen. Ich dachte eigentlich so eine kleinere Tour.
Aber meistens ist es so, wenn du jetzt denkst, ja, passiert ja eh nichts. Dann passiert was. Und wenn du willst, dass was passiert, passiert nichts. Am meisten, wenn du Feierabend machen willst. Wenn du sagst, so, ja, jetzt ist Ende, dann kommt es am meisten. Da oben mal gucken. Also auffällig, viele Bären gibt es, die irgendwie gar nichts bringen in diesem Spiel. Also noch nicht. Und da werden sie auch noch ein bisschen fixen. Also muss er jetzt nicht die Welt bringen. Aber ich möchte ja wenigstens einen Ticken hochsehen, wenn ich schon 50.000 Bären bei mir habe. Dass er wenigstens ein bisschen vorwärts geht. Ne? So, sonst suchen wir ohne Ende Kräuter. Ja, auch so trinken wir sie, ne? Muss ja irgendwas passieren, wenn wir hier die machen. Also essen. Sonst würde ich die nur sammeln. Und das ist auch so Blödsinn. Ich gebe mal immer, macht das so, immer so. Jetzt läuft er wieder. Und passe hier in den Mund. Dass du da 80 Bären dran siehst. Ja, oder hier nicht, ne? Aber hier siehst du auch mindestens 16 dran und 3 essen wir, oder? Das ist einfach nur ein bisschen Blödsinn. Aber gegen den kleinen Hunger machen wir das natürlich. Ja, so ist schon mega, ne? Ey, kannst du nichts sagen. Natürlich auch so jetzt mehr Kräuter gefunden. Besonders keine Gegner. Das wäre auch schön. Immer gerne wissen, ob die zufällig bei 1 spawnen. Oder ne, die allgemein so unterwegs sind. Ja, aber das ist schon mal eine schöne Pflanze. Das dürfte ich jetzt weniger essen, glaube ich. So. So. Oh, eine Mirre. Ah, die sind hier gut im Kreis gelegen worden, ne? Krieg noch Fleisch raus. Ja, bin ich. Okay. Ich dachte, das so eine Falle ist, ne? Hier, ne? Das ist auch so krass. Stellt mal vor, kann ich das durchhauen? Nee. Wenn da so eine Riesentarante drinne wäre. Also hier ist es eine komische Flussrichtung. Ich habe auch das Gefühl, dass wir langsam wieder in die Zivilisation kommen, ne? Also was? Oh, hier ist ein... Was ist das hier? Hast du was bei? Munition? Okay. Oh ja, klar. Granaten. Einfach so drinne. Und C4-Ladungen. Na klar. Was ist los? Natürlich. Alles so. Doch wäre nicht schlecht. Also sei. Ich will nicht unbedingt in so ein... in so ein Dorf reinrennen jetzt, ne? Aber ich glaube, das müssen wir bald. Aber hier was Schönes haben wollen. Ich gucke mich erstmal um, wo ich überhaupt bin. Also mein Zuhause ist da. Jetzt könnten wir... Was ist da? Jetzt will ich wissen, was da ist. Was blinkt da jetzt? Okay. Haben wir gefunden. Ein Schatz? Ein Unterstand? Ein Buggy. Eine Höhle. Oh Mann. Naja, dachte ich mir schon. Nö, nö. Siehst du, und in der Höhle, ne? Wäre halt reingegangen, dann hätten sie mich von hinten da erhascht und sowas. Ja, ja.
Oh, hoppelt. Da hinten hoppelt. Hä? Da ist ja echt eine Spinne drin. Aber wo ist er hin, hoppelt? Ja, nicht du. Du kannst für dich hoppeln. Aber nicht mit mir. Ist so. Ich bin jetzt nicht da, um hier Freunde zu finden. Ah, guck mal, die sind noch gar nicht eingeführt. Aber die gibt's schon. Bezeichnet sind sie. Er wird ja bald kommen, ne? Alle 2 Wochen wollen sie machen. Bin ich mal gespannt, wie das denn so wird. Wir haben natürlich auch viel, viel zu erkunden hier noch, ne? Ist ja unendlich groß und ich glaube, dass man hier einiges zu sehen bekommt noch, ne? Also eine Höhle gibt's da. Ne? Und anscheinend ist denn, da ist noch eine Höhle, also überall gibt es hier irgendwie was, ne? Das ist zum Beispiel auch gar nicht so weit weg hier von uns. Da könnten wir eigentlich gemütlich mal hinlatschen. Weiß ja nicht, was der da so ist. Ne? Wie lange hier die Mäuse hinterherkommen. Aber ich glaube, es könnte dunkel werden. So eine Uhr haben wir ja nicht, oder? Nö. Ja, wird schwierig, ne? Die Zeit dann einzuschätzen. Wir werden nicht in der Nacht zurück. Bitte ist, dass wir ein bisschen Ausdauer haben. Und ich würde mir nur angucken. Ich bin immer so neugierig. Das ist auch noch das größte Problem dabei. So eine Stämmeskämpfe untereinander wäre cool. Ah, schade eigentlich. Das wäre auch noch ein schönes Blatt. Ich glaube, da muss man sehr gefeit suchen, wenn man hier die ganzen Kräuter haben möchte und so. Da kannst du ja nicht einfach so lang rennen, wie ich gerade tue. Aber vielleicht kriegt man ja auch durch Zufall schöne. Also gucken wir jetzt hier. Das ist nur ein sehr langer Weg, ne? Wir haben ja immer noch den Hauptauftrag, die zu finden. Wir wissen ja gar nicht, ob die Story jetzt schon komplett implantiert ist. Denn nur einige Features dazukommen. Ich muss sagen, für ein Early Access ist es natürlich wesentlich fortschrittlicher als viele andere Games. Ich weiß nicht, ob man jetzt da alles verlangen können. Jetzt sagt so, ja, das kommt, da hätte jetzt schon einiges mehr geboten werden müssen. Aber für mich reicht das so erstmal. Ne, Heckenkirsche. Siehst du, und kommst in neue Gebiete, dann gibt es ja auch wieder Neues. Ah, es ist jetzt aber auch die Übergänge von der Helligkeit, die sind abrupt. Merkt es. Jetzt sind die einfach so. Also kein seichter Übergang. Oh Gott. Okay. Ah, ist klar. Wenn er sagt, es geht nach Hause, dann geht's wohl nach Hause. Nach Hause. Er hat gesagt, ich soll nach Hause gehen. Nee, mit dem bisschen Leben brauche ich jetzt hier nicht. Wenn ich jetzt noch mal umfalle. Alter. Das war aber direkt im Nacken gesprungen, oder? Boah, ich muss aufs Feld. Bevor ich mich umdrehe.
Hau ab. Oh, was ist denn das für eine offene Wiese hier? Hier hätte man ja bauen können. Wo ist er denn jetzt? Oh, du gehst mir so auf die Eier. Hau bloß ab, sag ich dir. Mein Fleisch. Gut. Wenn wir das geklärt haben, dann ist es gut. Wo geht's nach Hause? Ja. Wir haben in der Nähe denn auch irgendwas, ne? Ich weiß ja auch nicht, ob es in der Höhle ist. Weiß auch eben auch komisch, weil man hat ja auch gar keine Süd-Nord-Richtung. Also ich renne jetzt hier gefühlt irgendwo hin, aber wenn du einen Kompass hast oder so ein GPS ohne eine Nordanzeige, sind wir ein Stück merkwürdig, finde ich. Also wir sind immer noch am großen See hier. Naja. Erhol dich mal ein wenig. Leicht. Wir können ja mit dem Haus noch ein bisschen weitermachen. Sag mal, so ist ja jetzt weiter nicht schlimm. Hey! Die rennt einfach weg. Warte, ey. Ist das immer schlecht, wie ich jage, ne? Ich würde gerne mal auf die Insel hier drauf. Da sieht man unser schon mal. Na gut, ich muss in dem Büro irgendwas wieder trocknen, ne? A, brauche ich was zu essen. Zweitens muss ich irgendwas trocknen. Kommt hier schon wieder? Lass mir in Ruhe. So. Ich weiß nicht, ob das Spiel dann richtige Taucheffekte hat überhaupt. Cool. Der einsamen Insel. Also die Folge, wir haben hier einiges gesehen, ne? Wir haben gesehen, wie die Enten nicht mehr hier sind. Ah, da sind ganz viele Enten. Die könnte man nämlich jetzt mal probieren gleich. Wir wissen, dass hier etwas ist. Ich weiß nicht, ob das spawnt hier irgendwann mal, aber auf jeden Fall sah es interessant aus. Aha. Okay, na ja, klar. Also irgendwie richtig weit unter Wasser können wir ja nicht, ne? Das ist schon echt ein bisschen komisch. Alter, wo kommst du denn her? Hast du meine Fische gefressen? Der hat meine Fische gefressen. Deswegen beißt da keine Sau an. So. Aus dir mache ich ein Kotelett. Wo bist du? Der Typ, ey. Der frisst ja meine Fische. Und ich wundere mich hier, warum nichts hier passiert, ey. Oh Gott.
Irgendwie hört sich so an, aber ein Tinnitus, ne? Ohne ein Tinnitus. So. Okay, wir haben ein bisschen wieder Leben. Ja, ich würde sagen, ach, er hat ja auch noch. Hast du die ganze Zeit die Radar auf den Kopf gekriegt, oder was? Das ist aber nicht sehr gut. Du musst sie wehren, mein Junge. Wieso hast du denn die Axt, ey? Bestimmt nicht, um einfach nur so zu gucken. Also, wir haben nur ein bisschen was gefunden, muss ich sagen. Und auch nicht sonderlich viel. Der ist ja leider in der See gelandet. Aber ist jetzt erstmal egal. So, zum Wehren reicht das. Wir machen beim nächsten Mal weiter. So ein bisschen Nachtschicht noch. Weiter bauen. Und ja, wir irgendwie versuchen die Nacht zu überleben. Und ein bisschen Nahrung zu kriegen noch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.